grandma hidden from him sin. Jetzt ist es soweit. Nach, ich glaube, 3 Wochen der Verzögerung machen wir heute mal das Farmblöckchen, von dem ich im letzten geredet habe. Beziehungsweise wir starten einfach mit der Heuernte. Aufgrund von Regenereignissen, wo wir hier im Moorberg ziemlich verschont von geblieben sind, bei uns in der Ecke, in anderen Teilen sieht es schlimmer aus. Aber was da, ne? Eifel, Hagen und so, das ist ja komplett krass, also es geht hier alles, wie gesagt. Bin heute am Mähen. Heute haben wir den, ja, 16. Und das ist jetzt mal für eine Woche, soll es schön bleiben, ich weiß es noch nicht, weil dreifach bestätigt vom Wetterbericht. Und heute ist halt noch ziemlich bewölkt und alles, aber lässt sich mit arbeiten. Ich habe jetzt hier außen mal alles animiert, jetzt 1,5 Stunden in den ganzen Ecken, und jetzt gehe ich gleich mal in die großen Flächen quasi über, die hier auszumähen. Das Anmähen ist halt eigentlich fast schon die Meisterarbeit, weil jetzt kann ich die ganze Zeit gerade Bahn hier fahren auf den Flächen, und das schafft das was. So mit 10 km/h werde ich heute allerdings nur fahren, weil es sich doch einiges gelegt hat natürlich jetzt. Und deshalb, ja, nicht ganz so drüber pesen. Ja, mal sehen, wie ich heute vorankomme. Ich wollte heute gerne 10 Hektar schaffen Heu, die auseinander, Ränder reinholen. Da mal sehen, ob ich noch für Heulage 7 Hektar geschafft kriege zu mähen. Ist halt alles in meinem Anbetrieb ein bisschen komplizierter. Aber, schaffen wir schon. Hier die Flächen haben uns ja letztes Mal angeguckt. Die Fahrbarkeit ist halt super. Hätte ich auch nicht gedacht. Und ja, ich würde mal sagen, das reicht jetzt auch mit dem Gelaberitze. Denn ich will ja heute noch was schaffen. Und deshalb schmeiße ich jetzt hier mal die Mähwerke an. We'll never forget the past. But what counts is our brand new start. Even if it hurts me. Or I get scared. Just come take this risk now. We'll be prepared. I run away. I run away. Reaching for the stars, traveling so far. Gerade noch die Drohnenstartklamotten für gute Aufnahmen. Ich will das einfach mal zeigen. Also das ist einfach eine Masse, die kenne ich aus den letzten 2-3 Jahren gar nicht mehr. Also ich schätze hier mit 80 bis 100 Ballen auf der Fläche, was für uns Verhältnis schon wieder echt gut ist. Deswegen macht mir richtig Spaß heute mal zu mähen. Forget the past.
Ja. Hatte ich auch noch nie. Ja, leuchtet der mir gerade ein Warnsignal rein. Das kenne ich gar nicht. Seht zweimal beim Starten. Gerade nachgucken, dass ich hier auch jetzt nichts kaputt mache, wenn ich weiterfahre, weil da piepst du dann auch dabei. Das ist eigentlich nicht gut. Ja, naja, aber das haben wir dir. Jo, also es handelt sich dabei wohl um einen Fehler mit der Abgasnachbehandlung. Ja, mal sehen, ob jetzt noch weitergeht oder ob wir jetzt hier vor einem kleinen Problem stehen. Das werden wir jetzt noch sehen. Ja, ich hatte gehofft, mit dem Neustart hat es ja erledigt, weil AdBlue hatte. Aber, mal sehen. Laut Handbuch drosselt er die Drehzahl jetzt. Bin gespannt. So, ja, ein kleines Update, Bestandsupdate quasi. Der Fehler ist immer noch da. So weiter, ja, nicht ganz, ganz gravierend, nur der drosselt mir halt die Leistung weg, damit halt die Abgaswerte noch stimmen. Und ja, da merkt man halt hier gerade gleich, wenn es bergauf geht, da tut er sich was schwer. Oder was sehr schwer. Hier die Flächen, die Heulflächen werde ich noch mähen können, die sind alle gerade. Aber wenn wir gleich in die Heulage gehen, dann, oder eigentlich wollte ich da gleich rein, aber das werde ich mit dem nicht mehr schaffen dann. Am Schieben am Hang und da hat er dann zu wenig Leistung. Es kam gerade schon wieder das Signal, also der hat da irgendwas im Argen. Ja, sieht er auch wieder hier abkackt. 1800 Umdrehungen hier bei der Berko. Ja, und dann sind wir gleich auf 1400. Tja, hier 1600, 1500. Ja, diesmal ging es noch. Ah, ne, jetzt kackt er ab. Jetzt hat man gerade 1400. An sich, natürlich, man sollte über alles aufregen, kann ich hier nichts verändern. Der Ertrag hier ist immer noch Bombe, da kann ich nichts gegen sagen. Nur, ja, ich bin jetzt froh, dass ich das mit der Drohne gefilmt habe, weil ich jetzt hier zusehe, dass ich fertig werde. Ich denke mal, ich werde dann bei den nächsten Flächen dann mehr die Drohne am Mähwerk tun. Erstmal zusehen, dass wir das hier abkriegen, bevor der Track hier schlapp macht. Am besten dann noch heute Abend noch irgendwie in der Werkstatt was. Einwand kriegt, dann sich das mal anschauen, weil Pressen schwierig. Natürlich jetzt ganz, ganz doof, wo man so lange gewartet hat, um Heu zu machen, dass der Trecker jetzt anfängt, Mucken zu machen. Aber es ist ja blöd, das macht schon mal Fehler. Ich hoffe, das mit dem Fehlerspeicherlöchen behoben ist, weil, ja, mal sehen. Ich weiß es nicht. Aber so, erstmal jetzt hier noch voran, solange es noch geht. Wie ihr sehen könnt, sind wir heute schon
am Schwaden dran. Ich habe das Wenden mit der Drohne festgehalten, das habt ihr auch gesehen. Ich habe jetzt nicht die ganze Zeit mit dem Valtra gewendet, nur jetzt einen Durchgang, weil gestern der John Deere einen Fehler am Magnetventil hatte und der wurde jetzt beseitigt, aber dazu gibt es nachher noch quasi Informationen im Blog. Jetzt haue ich das hier alles ein bisschen durcheinander. Ich bin jetzt hier gerade am Schwaden. Das ist ordentlich Ertrag auf den Flächen, also das ist wirklich gut. Wir haben jetzt hier 10 Hektar, ich schätze irgendwas um die 100 Ballen werden es geben. 10 Ballen in Hektar, ich glaube, damit kann jeder zufrieden sein. Und dann haben wir ja nochmal 5 oder 6 Hektar, die morgen weg müssen. Also es ist noch viel zu tun. Und ja, ich weiß eigentlich nicht so ganz genau, was ich jetzt hier noch so großartig erzählen soll. Wir haben das ja jetzt nicht zum ersten Mal hier schon alles durch. Ne? Spaler ist derselbe wie immer. Dann hier davor. Die Erträge schauen wie gesagt sehr schön aus. Kann man, wenn es ein kleinen Falke oder so, hat sich die Maus geholt. Ich mache jetzt hier gerade quasi, habe ich jetzt die Kopfseiten jetzt mal gemacht und werde jetzt die Längsbahn fahren. Wir haben jetzt 3 Uhr. Ich denke mal, wir sind heute wieder bis 8, 9 Uhr hier pressen und allem beschäftigt und dann noch die Ballen fahren. Also ja, wird wieder ein längerer Abend und von daher ja, schaue ich jetzt mal, dass ich wieder vorankomme. But I know what my worth is, more than you're giving. What goes up, comes back down. What goes out, comes around. You're so dumb, I'm reckless. You already reckless. What goes up, comes back down. And your day will come around. I don't wanna fix this. You already reckless. Forget. Geschmiert. Da gibt echt Ballen. Wir haben jetzt 75 Ballen am Zähler fast und haben jetzt, ich sag mal, gleich 2/3 der Fläche weg. Also das gibt auch gut 30, 40 Ballen. Ich fahre jetzt, am Anfang bin ich was schnell gefahren, weil ich da die Kopfstücke weg haben wollte. Aber jetzt mittlerweile fahre ich noch so mit 6, 6,5 km/h. Weil wir so halt die Ballen fester kriegen. Wir sind ja also auch ziemlich stramm gestellt. Das funktioniert auch nur, weil das Holz ziemlich trocken ist. Aber ne, jeden Ballen, den wir weniger einlagern müssen, quasi am Ende ist ein guter Ballen. Futter ist ja dasselbe. Ne? Von daher, ob ich jetzt einen Ballen mehr drin habe und länger fütter, ist doch scheißegal. Da hinten haben wir ja Mirko, der ist hier am Ballenfahren zu uns. Vater ist die Stallzell oder der Rundbogenhalle am Aufstapeln. Und ja, ich fahre jetzt hier meine Bahn. Ich schätze mal, eine Stunde haben wir noch gefressen. Jetzt seit ja ungefähr 1,5 Stunden dran. Und ja, das klappt soweit alles sehr schön.
Soweit keine Ausfälle oder Probleme. Ne? Ja. Von daher bin ich da eigentlich sehr zufrieden mit. Jetzt wird der Bahn wieder voll. Mittlerweile fahre ich sogar so lange, bis die aufhört zu piepen und höre dann nicht direkt auf, dass noch was mehr in den Ballen reingeht. Ja, die Rolle hatte ich eben neu drauf gemacht, die ist schon halt leer. Aber ist ja nicht so schlimm, dafür haben wir sie ja, haben wir noch ein paar als Ersatz. Ich habe jetzt die Ballenwippe wieder ausgefahren hinten, weil ich erstmal ein paar Kommentare gehabt hatte. Die meinten, dann soll man doch entweder abmontieren oder ausfahren, weil sonst halt Schäden auftreten könnten. Und jetzt hier in unseren geraden Flächen kann man die auch ruhig mal ausfahren. Und hier hat jetzt heute mal gerade nicht so Lust drauf, spontan. Ja. Und boah, der Schluck ist hier schön weg, das ist super Futter. Schön Masse, also das macht richtig Spaß zu pressen nochmal. Letzten Jahre haben wir hier auf den Flächen, das hatten wir letztes Jahr, ich glaube 50 Ballen oder so. Ja, fast doppelt, also das ist schon krass. Futter haben wir jetzt für den Winter auf jeden Fall schon genug. Es kommen noch einige Ballen dabei. Ein paar Ballen haben wir schon gespendet. Für was war das? Für irgendein Tier hoch, noch mal da in Überflutungsgebiet, ja, Zoo oder sowas, genau. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben sie da ein paar Ballen weggeholt, da haben wir dieses Jahr wirklich genug von. Und jetzt fahre ich jetzt hier nochmal eine Bahn. Und werde gleich mal, denke ich mal, wenn ich die Fläche hier fertig habe, die Drohne auspacken auf das letzte Stück. Aber erstmal kurz hoch ans Zelt fahren, mir mal da die Lage anschauen. Ja, und ihr seht ja, jetzt ist der Nähe schon wieder voll. Und die sind wirklich schön, also die sind richtig stramm jetzt gestellt. Also normalerweise voll werden die noch schneller fertig, aber ne, muss ja irgendwo alles auch halbwegs bewältigbar sein. Wir haben 19 Uhr. Ich denke 21, 22 Uhr sind wir noch gut dabei. Aber schauen wir da mal. Ja, ich mache auf jeden Fall weiter, bevor der Tau kommt. So, jetzt zeige ich euch hier mal gerade noch den Abladeplatz. Ne? Hier ist ein ganzes Silo und dahinter ist auch nochmal aufgestapelt. Genau, der Mirko legt die hier hin. Und dann hat hier mein Vater die mit dem John Deere rein. Ja, klappt sehr gut. Ich hätte gedacht, die sind hier, deswegen dachte ich euch, ich hätte Zeit hier mal kurz zu gucken, ich könnte nicht ganz fertig im Pressen. Die sind hier im Verzug, aber die sind genauso schnell wie ich, also ich muss mir wieder Gas geben. Die kommen hier mit dem Stapel sehr gut hinterher. Und ja, hier sind noch die anderen. Hier kommen noch Stroh in die Tage und ich setze jetzt hier einmal rum, wenn ich rauskomme. Und dann geht weiter. Also 85 haben wir jetzt am Zähler. Schätze, es werden 100. The night has come, it's cold and losing my control. Your light is gone, and lonely darkness fill my soul. I wish that you could save me from my isolation. It's way too complicated, let's stop this conversation. Stop this conversation. We got no relation. I wish that you could save me. Save me from my eyes.
love the darkness, fill my soul. I wish that you could save me from my isolation. It's way too complicated. Let's stop this conversation. Let's stop this conversation. We got no relation. Ballen gar nicht alle einlagern können oben. Das Zelt ist randvoll. Da müssen wir sogar noch was abdecken. Tun wir jetzt hier bei uns am Stall noch einlagern. Wie viel sind das jetzt hier? Irgendwie 30 heute. Morgen wahrscheinlich nochmal dasselbe. Mal gucken, wo wir das alles hin tun. Ja, aber es ging auf jeden Fall gut voran heute und erstaunlich früh, haben gerade mal 9 Uhr. Also die befürchteten Nachtschichten bleibt heute wahrscheinlich sogar zum Großteil aus. Freut mich sehr, denn ja, immer auf dem Bock sitzen, dann nervt uns dann auch. Ne? Man muss ja auch mal ein bisschen Abwechslung haben und die fehlt halt im Moment. Ne? Mit den Tieren und so, da komme ich ja kaum zu. Ja. So sieht das jetzt hier aus, ne? Ballenwagen, zack. Pack ich mir jetzt hier schön ein Bällchen immer und dann voran. Also, ja. Der Mirko wird, glaube ich, noch einmal fahren müssen. Ich glaube, ein paar sind nach oben, aber dann ist die Wiese auch leer. Das heißt, heute so um 10 oder halb 11 sind wir fertig mit Fahren. Jo, deswegen weiter nach. Ja, die Ernte neigt sich dem Ende zu. Ich presse hier unser letztes Stück. Und parallel dazu ist der Mirko nebenan für uns noch HD-Ballen am Pressen, weil wir dieses Jahr so viel Futter wirklich haben, aber dazu später noch mehr, dass wir ruhig ein paar HD-Ballen machen können. Hat eh vorgehabt. Und so müssen wir weniger Rundballen einlagern. Ich mache jetzt hier noch, also ich habe jetzt heute 30 Ballenzähl gemacht, gestern habe ich über 100 gemacht. Aber wie gesagt, dazu später mehr Infos. Ja, da ist gerade der Akku gestorben von der Kamera. So, jetzt ist wirklich voll, deswegen zeige ich ja nur, wir sind hier gerade die Ballen am Zusammenfahren. Dass wir hier einen zentralen Punkt haben, dass wir die morgen noch abholen können, weil heute wird schwierig, soll gleich noch ein paar Ballen wickeln. Hallo. Meine Schwester ist mit dem Landini unterwegs. Ja. Ich muss noch ein bisschen lernen. Aber wird schon. Die kleinen Ballgänge sind abgeholt schon. Mein Vater noch dabei. 154 Stück hat es gegeben. Und dazu nochmal 36 Heuballen. Also könnte man. Also 20 HD-Ballen, ein Runder, ne? Kann man ungefähr sagen. Also sagen wir mal, hätte noch ja, 7, 8 weitere Rundballen gegeben. Aber das 36 reicht auf jeden Fall plus 106. Nochmal ein Sechs davor gemacht. Da sind wir im Bereich von 200 noch was. Allerdings haben wir jetzt 8, hatten jetzt mal gespendet. Weil wir nicht mehr mitbekommen haben, deswegen 8. Und wir haben ja noch 81 Ballen in Heulage, Silage gemacht. Die sind quasi auch noch dabei. Also wir haben dieses Jahr so viel Futter wie, glaube ich, noch nie. Was aber nicht schlimm ist, denn ja, man weiß ja nie, wie nächstes Jahr wird. Wenn nächstes Jahr wieder richtig kacke ist und wir wieder nur 80 Ballen kriegen, so wie letztes Jahr, dann bin ich froh über jeden Ball, den ich übrig habe. Ne? Deswegen schauen wir gleich mal, wie viel wir noch unter das Dach bei uns kriegen. Sonst
Griffe noch. Ja, die letzten Heuballen wahrscheinlich einwickeln. Ist nicht ganz so schön. Ja, weil die halt nicht nachschwitzen können. Ne? Wenn sie jetzt noch was Feuchtigkeit inner haben. Haben wir aber schon gemacht. Hat auch funktioniert. Aber ich versuche so viel wie es geht unter Wasser zu kriegen. Ja, Außenwasser zu kriegen unter Dach. Und schauen wir mal, was sich da heute noch ergibt. Ja, wir sind jetzt hier heute noch die letzten Ballen am Reinfahren. 33 Stück. Der ist jetzt hier nur auf der Wiese, deswegen war ich da eingeholt. Ich will jetzt hier nur einmal rüber. Ja, und die werde ich nachher dann einmal einwickeln, weil uns die Lagerkapazitäten komplett ausgegangen sind. Also wir sind voll. Aber nicht schlimm. Lieber so wie anders. Wir haben das schon mal gemacht mit Heu einwickeln. Ja, funktioniert. Ist natürlich nicht ganz schön fürs Nachschwitzen vom Futter, aber gut, das war jetzt trocken. Lag jetzt auch noch ein bisschen hier draußen, konnte ja auch noch was schwitzen. Ja, aber lieber das mir drauf regnen und ich habe halt am Stall jetzt nicht so die Kapazitäten mehr frei. Danach zu lagern, unser Zelt ist proppenvoll bis oben hin. Und ja, bevor ich mir im Stall alles zustelle und keine Maschinen mehr reinbekommen, dann mache ich das lieber so und gut ist. Also ja, das ist nicht schlimm. Wie gesagt, haben wir das schon mit einem kompletten Schnitt gemacht oder baue ich wirklich Ausfälle. Von daher, ja. Und langsam setzt auch die Heumüdigkeit ein. Also langsam bin ich jetzt leid. Nachher noch 20 Ballen pressen im Lohn. Und dann war es das auch. Wenn das Futter hier alles ja, zusammengefahren, gewickelt, gestapelt ist, dann war es das mit unserer Heuernte für dieses Jahr. Zum Glück auch. Also ja. Weil wieder Spaß gemacht, das auf jeden Fall, aber irgendwann ist gut. Ne? Wir kommen jetzt auf ca. 280 Ballen dieses Jahr. Damit sollten wir definitiv durchkommen. Ja. Deswegen, ja, jetzt mal hier noch abladen, dann noch eine Tour holen ungefähr und dann tja, schauen wir mal, was der Tag noch so bringt. Jetzt noch schön den Ballenwagen von Mirko mit dem Fendt, ne? Der hilft hier nochmal raus, weil der halt den Ballenwagen hat. Ja. Das fehlt uns halt irgendwie noch so ein bisschen, aber mal schauen. Bis dahin geht es erstmal so. Ich bin jetzt heute noch am Siloballen stapeln. Oder Kordageballen. Wie man es nennen will. Ja, das passiert alles vor dem Heupressen. Macht natürlich Sinn. Muss ja feucht sein. Nur ihr seht es jetzt im Vlog danach. Also, ne? Muss ja ein bisschen von der Arbeit dann laufen. Theoretisch ein bisschen Sinn machen, finde ich immer. Deswegen schneide ich das so ein bisschen kreuz und quer. Auf jeden Fall haben wir gestern auf 6 Hektar circa, oder nicht circa, wir haben 80 Ballen auf 6 Hektar gemacht. Jetzt sollen wir mal wegstapeln. Ihr seht, die gehen noch ein bisschen und die standen 5-reihig. Jetzt sind sie nur 3-reihig. Ich befürchte, sie passen nicht hier auf meine Pyramide. Ja, bevor jetzt die Frage aufkommt, wieso ich die nicht quasi direkt übereinander stelle, kriege ich doch viel mehr drauf. Richtig. Allerdings ist mir das hier von der ja, Stabilität her relativ wichtig, dass das ordentlich ist, weil eigentlich hat hier zwar keine Herze laufen, aber hier laufen so viele Leute her. Und wenn ich die halt so wie die Pyramidenform, hat die halt deutlich mehr Stabilität. Und bevor danach auch irgendwie mal drauf kippt, dann stelle ich lieber keine Ahnung, ein paar Ballen noch woanders hin, bevor ich ja, da einen drunter liegen habe, weil das ist nicht so schön. Ja, und die Ballen, die habe ich gestern bis 1 Uhr noch gewickelt, also nachts ungefähr. Ja, es waren deutlich mehr wie gedacht, wir hatten mit 50 gerechnet. Das hält dann natürlich alles noch mehr auf, reinfahren und und. Aber ja, Hauptsache, dass die gestern schon mal gewickelt waren. Denn das Zeug muss ja auch silieren. Deswegen bin ich jetzt auch heute relativ fix dabei, noch die zu stapeln. Damit die keinen Druckstellen bekommen mehr. Wo wir halt noch immer darauf achten müssen, dass die Ballen nicht direkt aneinander anecken. Viele sind zwar der Meinung, das ist theoretisch eigentlich unnötig, weil sie dann trotzdem nicht schimmeln. Bei uns war es früher teilweise wirklich so, dass wir wirklich an diesen Druckstellen häufig geschimmelt haben. Und einfach aus der Erfahrung heraus machen wir das oder achten wir da jetzt ein bisschen drauf. Ist ein bisschen mehr Arbeit, aber wenn wir damit eine gute Futterqualität erzielen können,
ist mir dieser Mehraufwand wirklich wert. Und das ist auch schöner, wie jedes Mal Schimmel dann rauszuziehen, weil das musst du ja machen bei den Pferden. Ja. Und deshalb starten jetzt hier noch meine Runden mit dem Waltrau heute. Denn am John Deere ist das Magnetventil am Vorderrad ausgefallen. Das kriegt keinen Strom. Das wollen wir nachher noch durchmessen, weil den brauchen wir definitiv, um in unserem Zelt zu stapeln, weil da ist der Waltrau zu groß für. Oder zu klobig einfach. Zu groß nicht, aber es geht mit dem John Deere schöner, weil er wendiger ist. Das werden wir nachher alles durchmessen. Gucken, ob es da irgendeinen Kabelbruch gab. Oder sonst was, weil Frontlader abgebaut, alles funktioniert, Frontlader an die Angel und nichts geht, ne? So wie das schon mal häufiger ist. Aber da werden wir heute im Laufe des Tages hoffentlich noch eine Lösung für finden, mich dann informieren oder ob wir vielleicht ein neues Magnetventil rein haben müssen. Ist jetzt auch nicht ganz so tragisch, da wir morgen Abend erst mit dem Pressen anfangen, das Heu, am Mittwoch, also am 21. und am 22. auch nochmal. Bis dahin sollte sich jetzt ausstellen, das Magnetventil ist kaputt, wenn wir das heute Abend dann bestellen. Denn wir haben jetzt ja noch vorwärts in der Werkstatt oder bei Nachtexpress. Ist halt ja auf jeden Fall bis morgen da. Deswegen schauen wir mal. Aber ich stärke jetzt hier noch ein paar Ballen. Wickelgerät hier im Waltra. Geht eigentlich ganz gut. Ich habe die Woche noch ein paar Ballen zu wickeln. Vielleicht zeige ich euch das dann noch im Blog. Und dann sehen wir jetzt einfach mal, was der Tag noch so bringt. Genau. Ja, Leute, ist geschafft. Der erste Schritt. 21 ist geschafft. Ich bin auch geschafft mittlerweile. Muss ich mal ganz ehrlich zugeben. Aber es hat sich definitiv belohnt. Hier habe ich noch das ganze Heu aufgestapelt gerade. Also hier ist dieses Jahr richtig, richtig Futter runtergekommen. Hier haben wir jetzt auch zugemacht. Hier hat keiner durchzugehen. Und ja, ich sammle hier gerade noch die Folienabrisse schnell ein. Und dann, ja, also ihr seht, da Heu, Heulage, hier Heu, da Heulage. Also wir haben jetzt dieses Jahr, da haben wir 130. Jetzt mal überlegen. Dann haben wir da unten 30, ja, 240. Wir haben dieses Jahr 270 Ballen, ne? 270 Ballen plus dann nochmal Quaderballen, also sind wir fast bei 300 Ballen, die wir dieses Jahr haben. Moment, Quaderballen sind 15, macht 285 Ballen. Dann haben wir dieses Jahr 285 Ballen und wir brauchen, um einen entspannten Winter zu haben, sage ich mal, also wir brauchen, damit die Pferde durchkommen, 120 Ballen. Aber dann ist halt auch nicht schön, da muss man immer strecken und alles. Das macht gar keinen Spaß, aber mit 140 Ballen kann man schon entspannt angehen lassen und mit 285 Ballen, ne, ist geil. Einfach nur geil. Natürlich werden wir jetzt hier noch ein bisschen Arbeit die Tage noch haben. Ein bisschen hier und da noch dort Ordnung. Hier hinten soll noch statt Flatterball mal eine Kette hin und also ein Spaß. Ne? Und hier wird noch Stroh aufgestapelt. Kriegen noch dieses Jahr zwei Wagen A32, sprich 64. Davon gehen 16 Ballen nochmal weg. Das heißt 48 Strohballen. A150 kriege ich noch, da werde ich da ein Wickelgerät einmal umstellen, da kann ich auch größere Ballen machen und werde die dann auch noch schnell einpacken, weil, ne, ich meine, wir können auch einen Vlies holen, aber das lohnt sich halt jetzt, wenn man es jedes Jahr, wir machen es eigentlich jedes Jahr, wird sich vielleicht lohnen, nur hier habe ich halt häufig das Problem, habe ich halt häufig das Problem im Winter, weil wir hier Schnee haben und ich bin hier alleine, dann tue ich das Vlies mit dem Frontlader quasi anheben und dann reißt das oft. Hier der Ball, wo will der hin? Ist auch fest, dann reißt das oft. Deswegen hier seht ihr unser altes Vlies, das ist ja schon überall mal geflickt. Zum Ballenabhängen hinten ist das ja alles, reicht das ja, ne? Ist ja gar kein Problem, aber ja, das sind halt so Sachen, die sind ein bisschen blöd.
Ja, aber an für sich super Schnitt, jetzt mal, um das mal so zu sagen. Wirklich ein super, super Schnitt dieser gewesen. Hat richtig Spaß gemacht, nochmal Futter zu haben, Futter zu kriegen. Auch ja, Futter im Endeffekt abgeben zu können, ohne Sorge zu haben, dass man zu wenig hat. Und ja, ich würde mal sagen, in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr konntet auch die Drohnenaufnahmen vom Pressen und Schwaden und was wird ein Ballenfahren sehen. Ich habe mir die Drohne angezeigt. Aufnahme zwischenspeichern fehlgeschlagen. Ich weiß es nicht, gerade zu dem Zeitpunkt, wo ich euch das erzähle, ob es geklappt hat. Ihr werdet sehen, ihr werdet den Vlog sehen. Und wenn, dann vielleicht nur in gekürzter Form mit meinen Labereinträgen, dann leider ohne die Flugstunden quasi. Aber ich hoffe, ihr habt sie gesehen. Oder nicht, dann entschuldige ich mich auf jeden Fall. Aber ich kann es ja auch nicht nachholen. Ne? Und mitten in der Ernte dann mal zu gucken, was die Drohne da jetzt für Probleme hat, da habe ich dann auch ehrlich gesagt keine Zeit für. Aber ich hoffe, es hat geklappt. Und von daher, ne? Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und wir sehen uns im nächsten Vlog.